Willkommen zurück hier auf der Bühne 1 zum letzten Vortragsblock für heute. Uns wird als nächstes der Armin etwas erzählen über den Einsatz von FOSS bei der Bewältigung der Covid-19-Krise in Rheinland-Pfalz. Armin, bitte. Ja, vielen Dank, Pascal. Ja, ich freue mich, euch alle begrüßen zu können heute und ein bisschen was zu erzählen, wie wir in Rheinland-Pfalz mit dem Einsatz von Open-Source-Software versucht haben, die Covid-19-Krise etwas in den Griff zu kriegen. Ist ein bisschen ein Werkstattbericht und ich habe das mal ein bisschen aufgeteilt in drei Phasen, die wir hatten. Die erste Phase war die ab März 2020. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wir sind von der FOSS in Freiburg zurückgekommen und konnten direkt in Quarantäne gehen. Und die Krise hat sich eben so ausgewirkt, dass dann diese Infektionszahlen erfasst worden sind, auch dokumentiert worden sind und alle über diese Infektionszahlen und die Entwicklung dann gesprochen hatten. Das war die erste Phase, die wir hatten. Die zweite Phase ab April 2020, da haben wir uns damit beschäftigt, wie wir die freiwilligen Helfer koordiniert bekommen. Ebenfalls mit dem Einsatz von Open-Source-Software. Und in der dritten Phase, die ist noch relativ frisch, muss man sagen, ab Mitte Januar 2021 ging es um die Umsetzung der Teststrategie im Land Rheinland-Pfalz. Kommen wir zur ersten Phase, Monitoring des Infektionsgeschehens. Das war besonders wichtig gewesen am Anfang. Ab dem 11.03. waren die erstmals, sind die Zahlen publiziert worden von unserem Gesundheitsministerium auf Basis von der HTML-Seite, auf der MSAGD-Seite, auf Landkreisebene. Das ist das, was nachher vom Robert-Koch-Institut übernommen worden ist und auf ESRI-Basis dann dargestellt worden ist. Ab 15.03. hatten wir dann eine automatische Ableitung, eine Kartendarstellung generiert aus diesen HTML-Seiten. Wir haben also die Daten aus der HTML-Tabelle gepasst, das ist also wirklich mittelalterlich gewesen, und haben dann die in CSV überführt, mit Zeitstempeln versehen, in eine PostGIS importiert und haben dann einen Webmap-Service mit Map-Server draufgesetzt, der über die Time-Dimension-Option und WFS eben die Sachen nachher in einem Geoportal visualisieren konnte oder in anderen andere Darstellungen überführen konnte. So. Das Ergebnis kann man jetzt hier nochmal sehen. Das ist ein kleines GIF jetzt aus dem Geoportal Rheinland-Pfalz mit der Darstellung der Infektionskarte auf Landkreisebene, wie sie von der HTML-Seite des Gesundheitsministeriums gepasst wurde. Und über den Selektor der Dimension kann man dann eben, oder konnte man relativ einfach dann die verschiedenen Zeitpunkte auswählen, selektieren. Da sieht man dann auch noch die Zahl der Toten und die prozentualen Werte. Das ist relativ früh gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war der Start. Der nächste Schritt war der 27.03. Da hatten wir eine Anfrage bekommen vom Gesundheitsministerium nach einer relativ granularen Darstellung auf Ebene der Postleitzahlen. Also die Daten, die dann quasi gemeldet worden sind an das Robert-Koch-Institut, die waren aggregiert auf Landkreisebene, aber bei der Erfassung der Daten schon zu Beginn hat man eben auch darauf geachtet, dass teilweise die Postleitzahlen miterfasst worden sind. Und weil wir da zeitkritisch, 27.03. glaube ich, war ein Freitag gewesen und die Staatskanzlei wollte dann am Montagmorgen um 7:30 wollte die erstmal eine Karte haben auf Postleitzahlebene. Das hat man dann mit QGIS gemacht, eine PDF-Karte generiert. Und aber ab dem 1.04. kam dann täglich eine Mail rein vom Landesuntersuchungsamt mit der Tabelle als Anhang, wo auch die Postleitzahlen zu den Infektionszahlen erfasst worden sind. Die Aufbereitung der Daten ist analog passiert zu den Daten der Landkreise, und zwar eben ein Export in eine CSV-Datei, Import in eine PostGIS-Datenbank und dann eben WMS und WFS-Schnittstellen. Hier kann man das Ergebnis sehen, was wir dann relativ zu Beginn schon hatten, also eine Möglichkeit, jetzt hier im Leaflet-Client, wo ich auch wieder mit dem WMS-Time-Dimension-Parameter halt in der Lage mich da zu sehen, diese Infektionszahlen auch granularer zu dokumentieren. Das ist ganz interessant, weil also diese lokalen Ausbrüche waren wirklich hauptsächlich lokale Ausbrüche, die dann eben in Altenheimen passiert sind oder in sonstigen Unterkünften, wo viele Leute zusammengekommen sind. Das ließe sich durch diese Dokumentation eigentlich ganz schön klarstellen. Das war Phase 1, Einsatz, also Fazit. Grundsätzlich arbeitet die öffentliche Verwaltung mit E-Mail und Excel, was natürlich anachronistisch ist. Die Übersicht über die Entwicklung der Infektionszahlen war nur ganz, ganz kleiner Baustein im Endeffekt, den wir da IT-technisch leisten konnten, um diese Covid-Krise in den Griff zu kriegen. Viel wichtiger bei so einer Krise ist eigentlich die Digitalisierung und Vereinfachung der Prozesse zur Erfassung aller relevanten Daten und jetzt nicht nur dieser Infektionszahlen selbst. Und was man natürlich braucht, ist eine automationsgestützte Koordinierung der benötigten Ressourcen. Und da gilt jetzt nicht nur um Material, sondern eben auch Human Resources. Die Lageübersicht
wo normalerweise jetzt hier im Bereich der Foskis relativ viel Wert drauf gelegt wird, die ergibt sich eigentlich automatisiert. Ja, da braucht man sich jetzt nicht mit zu beschäftigen, da kommt auch so ein Standardsystem mit raus. Und wir hatten also am 30.03. dann einen Vorschlag unterbreitet, eine Standard-Krisenmanagement-Software einzusetzen in Rheinland-Pfalz. Eben diese Krisenmanagement-Software Sahana Eden, ich werde wahrscheinlich nicht so bekannt sein, aber ich werde das jetzt mal kurz dokumentieren, was mit dieser Software machbar ist. Sahana Eden, da ist jetzt ein Link dahinter auf dem Demo-Server, kann man sich mal anschauen. Wir haben also grundsätzlich Informationen über die Situation, über Vorfälle, Organisationen, Einrichtungen, Aktivitäten, Projektmanagement, Hilfsgüter, Anlagen und so weiter und auch Warenwirtschaftssysteme, die da integriert sind. Factsheet zu Sahana Eden ist eine webbasierte Open Source Krisenmanagement Software auf Basis von Web2Py, das ist so ähnlich wie Django, ist ein bisschen älter, also ein Python-basiertes Web Application Framework. Die Entwicklung von Sahana ist initiiert worden durch die Tsunami-Katastrophe im Jahr 2004, eben im asiatischen Bereich. Das System löst Koordinationsprobleme im Rahmen von humanitären Katastrophen, wie zum Beispiel Personensuche, Management von Hilfe, Koordination von Freiwilligen, Tracking von Opfern, Leichen, Identifikation war damals bei der Tsunami-Katastrophe relevant gewesen. Die Lageübersichten habe ich eben schon mal erwähnt, die kommen automatisiert da hinten raus und ganz, ganz, ganz viele weitere Dinge, die damit zu lösen sind. Und, also das wissen die wenigsten wahrscheinlich, das System war von 2010 bis 2017 auch schon Bestandteil der OSGEO Live-CD. Sahana Eden, mal ein paar wichtige Module, die wir haben. Wir haben eine dezentrale Organisationsregistry mit hierarchischen Organisationen zur Verwaltung der Büros und Warenhäuser, die da dranhängen. Wir haben Projekttracking, wer macht was wo und wann, zum Beispiel für Anfragen und Lieferungen in Kombination mit dem Warenwirtschaftssystem. Wir haben die Möglichkeit, Human Resources zu verwalten, Mitarbeiter, Freiwillige und ihre Beziehungen zu den Organisationen bzw. Einrichtungen der Organisation. Wir haben ein Krankenhausmanagementsystem, Meldesystem für Betten, Personal und Zustand, alles, was man so in der Krise, in der typischen Krise braucht. Wir können Krankheitsfälle tracken. Sahana ist auch im Bereich Ebola in Afrika schon eingesetzt worden. Covid-19 ist im Endeffekt der gleiche Anwendungsfall. Die Lageübersicht auf einer interaktiven Kachel ergibt sich automatisiert. Kommen wir zur Phase 2 des Projektes. Also wir hatten eine kleine Dokumentation gemacht von 4 Seiten, was man mit so einem Krisenmanagementsystem in der Covid-19-Krise alles anfangen kann. Hatten das dann versucht zu verteilen an den Landkreistag und an die Ministerien und so weiter. Und am 15.04., das war ja noch relativ am Anfang gewesen, kam eine Anfrage des Gesundheitsministeriums nach der Eignung von Sahana für den Anwendungsfall. Jetzt nicht Infektionserfassung, Fallerfassung, sondern Helferdatenbank. Und zwar initiales Ziel, die Gesundheitsämter sollen eben Zugriff bekommen auf eine zentrale Freiwilligendatenbank, um damit halt das Personal für die Kontaktverfolgung zu akquirieren zu können. Probleme waren, und das hatten wir eben schon mal gehört, Datenschutz, also Datenschutzgrundverordnung. Die initialen Freiwilligen stammten aus 5 verschiedenen Akquisekampagnen der Landesregierung, des Roten Kreuzes und sonstiger Stellen. Und dementsprechend waren da auch unterschiedliche Datenschutzbestimmungen anzuhalten, wenn man die Daten in eine Datenbank zusammenführen wollte. Datenqualität selbst bei der Umfrage in Rheinland-Pfalz innerhalb der Landesregierung und beziehungsweise der Landesämter und Ministerien war sehr, sehr heterogen. Das war eine arschvolle Arbeit, die Daten so aufzubereiten, dass wir die dann in ein System integrieren konnten. Und wir hatten ein Zeitfenster von 2 Wochen bis zur Produktionsreife. So, komme zum Punkt Koordination der Freiwilligen. Die Vorbereitung, die wir gemacht hatten, war, das Landesamt, bei dem ich da beschäftigt bin, bot also die Unterstützung von Amtshilfe für die Serveradministration, Support, Projektmanagement und Dokumentation des Systems. Wir hatten einen Dienstleistungsvertrag geschlossen mit der Firma AdIQ, die machen Entwicklungen an der Open Source Software Sahana, also die Firma, die am meisten daran arbeitet, die im Endeffekt die Adaption der Software zur Umsetzung und Analyse unserer Prozesse durchgeführt hat. Wir haben zwar ein paar Informatiker da, aber die jetzt in dieses Web2Py-Framework einarbeiten zu lassen, das wären wir in 2 Wochen, wenn wir damit nicht fertig geworden. Dafür waren die Anforderungen zu speziell gewesen, insbesondere im Hinblick auf die Anonymisierung von Personendaten. Okay. Die Aufbereitung der Excel-Tabellen für den Import und die Synthetisierung anonymer Demo-Daten für den Demo-Server, das war dann auch unsere Aufgabe, war ganz interessant gewesen. Wo kriegt man Demo-Daten her? Also personenbezogene Demo-Daten, da muss man sich halt dann irgendwelche zufälligen Namen generieren, aus Vornamensregistern der Stadt Köln zum Beispiel. Die kann man sich daraus ableiten. Und wir haben eine Dokumentation für die Nutzer erstellt und die Freischaltung des Systems der Phase 2, also dieser zentralen Helferdatenbank, so heißt das hier in Rheinland-Pfalz, war Anfang Mai 2020.
20 eigentlich schon einsatzfähig gewesen, das System. Hier sieht man einen Screenshot. Ich kann das gleich am Live-System und Testsystem auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Okay. Koordination der Freiwilligen, der Ausbau ab 2020. Der Sommer war ein bisschen ruhiger gewesen, weil die Zahlen ja auch zurückgingen. Wir haben dann im Herbst die Möglichkeit geschaffen, der Selbstregistrierung. Die Daten wurden ja im Vorfeld importiert, dann aufbereitet und dann quasi dem System zur Verfügung gestellt. Ab Herbst gab es die Möglichkeit, für Freiwillige selbst zu registrieren. Wir haben dieses Freiwilligendatenmodell, um die zeitliche Verfügbarkeit und räumliche Verwendungswünsche, Impfzentren oder halt eben auch Gesundheitsämter erweitert, um dann ein besseres Matching hinzubekommen. Und wir haben dann diesen Einsatzbereich des Systems im Dezember 2020 auf die Impfzentren erweitert. Das hat dazu geführt, dass die Zahl der Freiwilligen extrem angestiegen ist, auf über 20.000 momentan. Und einen großen Beitrag dazu hat geleistet, dass die Ärzte und Apotheker ein Angebot bekommen haben von 140 Euro die Stunde, wenn sie beim Impfzentrum angestellt werden. So, die vermittelten Einsätze bis Juni, also relativ frisch, sind 1851 Einsätze, die über das System vermittelt worden sind, eben im Bereich Human Resource Management. Und als Nebeneffekt, das hatte ich eben schon mal erwähnt gehabt, kommen die aktuellen Standorte der Einrichtungen, ob das jetzt Gesundheitsämter und Impfzentren oder was auch immer sind. Sahana hat auch ein GIS-Modul, ein ganz interessantes GIS-Core-Komponente, weil das quasi auch auf einer PostGIS-Datenbank basiert im Hintergrund und diese GIS-Features halt im Krisenfall von hoher Bedeutung sind für die Lageübersichten. Da kam das eben als Abfallprodukt hinten raus, was normalerweise der Geograf als seine Aufgabe empfindet. Okay, dann kommen wir zur nächsten Phase, dritte Phase, Umsetzung und Teststrategie. Das war ja dann Anfang diesen Jahres gewesen. Wir hatten die Rahmenbedingungen hier Mitte Januar 2021 gehabt. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat also entschieden, die Kosten für die Schnelltests in Schulen und Kindertagesstätten zu übernehmen. Man wollte die halt so lange wie möglich offen halten oder einfach den Kindern auch die Möglichkeit geben, noch betreut zu werden. Die ehrenvolle Aufgabe hat das Landesamt für Soziales Jugendversorgung bekommen, wurde beauftragt damit und die hatten dann bei uns nachgefragt, weil eben diese Helferdatenbank bekannt ist in Rheinland-Pfalz, ob das Jahana eben auch für diesen Zweck genutzt werden kann, zumal ja auch die Ärzte und Apotheker ja auch schon personalisierte Accounts an dem System hatten und die Ärzte und Apotheker eigentlich dafür vorgesehen waren, dann auch die Schnelltests für die Schulen und Kindertagesstätten durchzuführen. Im Endeffekt hat man sich nachher dazu entschieden, das nicht in der gleichen Instanz zu machen, sondern eine eigene Instanz aufzusetzen, eine eigene Maschine zu beschaffen. Und der Ansatz war, weil halt eben auch der Datenschutz recht hoch gehalten wird und was auch sinnvoll ist an der Stelle, dass wir ein Gutscheinsystem etabliert haben. Ein Gutscheinsystem auf Basis von QR-Codes, wo gar keine personenbezogenen Daten verwaltet werden. Der Lösungsansatz, wie gesagt, die Abbildung eines digitalen Vouchers auf Basis von anonymen QR-Codes. Die Schulen und Kitas bekamen eigene Accounts und Berechtigungen, Gutscheine auszustellen. 5000 Organisationen, die alle mit einer E-Mail angeschrieben worden sind. Da war einiges zu tun und viel zu telefonieren und den ganzen Schulleitungen, Kindertagesstättenleitungen das System zu erklären, wenn sie dann Fragen hatten und so. Das war eine recht heiße Phase Anfang Februar gewesen. Die Teststellen, also die Leistungsträger des Systems, konnten sich auch ebenfalls im System registrieren über eine Registrierungsseite und die Gutscheine dann entwerten. Das waren dann knapp 500 Organisationen, die sich registriert haben. Dieses Entwerten der Gutscheine war die Basis für die Abrechnung. Wie gesagt, die Landesregierung hat einen relativ hohen Betrag verhandelt gehabt für die Tests. Das waren, glaube ich, 38 oder 39 Euro pro Test. Das ist sehr hoch gewesen. Aber dementsprechend viele Organisationen haben sich dann eben auch freiwillig gemeldet, um diese Tests auch durchzuführen. Die entwerteten Gutscheine als Basis für die Abrechnung, die haben wir auch direkt in dem System integrieren lassen. Das bedeutet also, gehen wir mal auf das Ergebnis, hier ist ein Beispielgutschein. Der Gutschein wird automatisiert von Sahana erstellt, der QR-Code wird generiert, ist aber im Endeffekt nur ein digitaler Code, der dann ein Ausstellungsdatum hat, mit dem dann im Endeffekt der zu testende zur Teststelle geht und den eben abscannen lässt. Die Entwertung selber erfolgt über die Webanwendung vom Handy aus oder halt über den normalen Browser halt, indem ich die Kamera des PCs dann eben verwende, über das Scannen des QR-Codes. Und hier ist ganz interessant die Entwicklung dieser Gutscheinzahlen. Wir sehen hier, am 27.01. haben wir begonnen mit dem Projekt, dann sind die E-Mails rausgegangen und gestartet hat es dann im Endeffekt ja knapp vor dem 10.02. Dann wurden halt die ersten oder massenmäßigen Gutscheine ausgestellt, 500 hier am Tag bei einer normalen Woche. Das System ist weiter angestiegen bis zum 24., 23.02., wo sich einfach herausgestellt hatte im Prozess, dass diese Gutscheine
Einzelgutscheine nicht sinnvoll sind, sondern viel sinnvoller ist, wenn dass die Teststellen Rote Kreuz oder deutsche DLRG und so weiter einfach vor Ort in die Kindertagesstätten und Schulen reingegangen sind. Und wir haben dann eben angefangen, Sammelgutscheine auszustellen, die halt eine Zahl von Credits eben beinhaltet haben. Und dann war das auch ein bisschen weniger Aufwand für die Leitung, Schulleitung, Kindertagesstättenleitung. Die Entwicklung der Gutscheine selber, das sieht man hier ganz deutlich. Hier sind wir bei 4.000, das ist dann nachher bis fast Ende des Projektes, das war der 31.3., bis 8.000 Tests, die am Tag durchgeführt worden sind in den Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Am 31.3. war das beendet, war von Anfang an vorgesehen, dass es nicht so lange läuft, weil parallel halt das Jens-Spahn-Projekt da gestartet worden ist, Testen für alle. Aber im Endeffekt fassen wir das mal kurz zusammen. Die Übersicht der Teststellen kam dann auch automatisiert hinten raus, auch über Sahana. Und wir hatten von den Ergebnissen 124.000 durchgeführte Tests, 400 Teststellen, Ärzte, Apotheker, Hilfsorganisationen. Wir hatten eine automatisierte Abrechnung von 4,8 Millionen Euro, Rechnungsmodul integriert in Sahana selbst. Das Gutscheinmodul ist beliebig erweiterbar. Wir können damit auch Essensgutscheine ausstellen oder sonstige Gutscheine ausstellen. Also für die nächste Krise hat Sahana da einiges von profitiert, von den Projekten, die wir durchgeführt haben. Und klar, ich hatte eben erwähnt, ab Anfang März kam es zur zweiten Phase der Teststrategie, die dann der Bund übernommen hat. Projekt heißt Schnelltests für alle. 8.3. hat das Bundesgesundheitsministerium diese Corona-Testverordnung erlassen. Und das Landesamt für Soziales Jugendversorgung wurde wieder beauftragt mit der Koordination dieser Testverordnung. Die Abrechnung aber diesmal erfolgt halt nicht durch das Land, sondern durch die Kassenärztliche Vereinigung auf Landesebene. Ein Problem ist, die Kosten sind zwar reduziert auf der einen Seite, aber ein Riesenproblem, das ist ja letzte Woche durch die Medien getragen worden, es werden keine direkten Nachweise für die Abrechnung gefordert, sondern nur darauf hingewiesen, dass die Dokumentation halt bis zum 2024 für Stichproben vorzuhalten ist. Das ist ein riesengroßer Fehler, der natürlich dazu geführt hat, dass die Teststellen, die da teilweise entstanden sind, auch viele Tests einfach abgerechnet haben, ohne sie durchgeführt zu haben. So, kommen wir zur Anforderungen, die jetzt unser System, also Sahana hatte jetzt für diese Plattform an der Stelle noch. Wir konnten reduzieren, teilweise aufbohren. Wir haben Bestellmöglichkeiten geschaffen für Verbrauchsmaterial für kommunale Stellen. Und wir hatten das Datenmodell noch mal erweitert um Leistungen, Typen und Buchungssysteme, die die Teststellen anbieten. Das ist ja sehr, sehr aktuell momentan. Ein abgestuftes Freigabeverfahren etabliert. Die Möglichkeit zur Ablage der verpflichtenden Dokumentationen, also Hygienekonzepte, Raumkonzepte und so weiter, die alle von den Teststellen eingereicht werden müssen, um dann in die öffentliche Beauftragung zu bekommen, haben wir etabliert. Wir haben eine Online-Schnittstelle etabliert, im Endeffekt die quasi die KV in die Lage versetzt, in der Datenbank nachzuschauen, ob diese Teststelle beauftragt worden ist vom öffentlichen Gesundheitsdienst und damit eben auch die Basis für die Abrechnung darstellt. Und weiterhin ist das Sahana das zentrale Auskunftssystem des Landes für die Teststellen, die wir hier bei uns haben. Kurz nochmal ein Screenshot der Bestellmöglichkeit von Verbrauchsmaterial, das ist auch ganz interessant implementiert. Und wenn wir jetzt wieder in die Richtung UGC schauen, wir haben dann auch noch zusätzlich eine WFS-Interface geschaffen auf der Sahana Postgres-Datenbank und haben über die UGC-API-Features-Schnittstelle eine GeoJSON-Ausgabe etabliert, die wir dann mit einem relativ alten Projekt, GeoJSON Dashboard, dann asynchron quasi für den Bürger zur Verfügung stellen können. Okay, damit wäre ich jetzt soweit durch. In der Zusammenfassung, freie Open-Source-Software aus dem FOSGIS-Umfeld, und da stammt sie auch eigentlich her, hat einen relativ großen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Krise geleistet. Das Sahana-Eden-Framework kann nicht nur jedem ans Herz legen, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Das ist unglaublich mächtig. Klar, in der vollen Ausbaustufe, wenn ich alles Mögliche konfiguriere, habe ich 350 Tabellen im Hintergrund hängen. Also muss ich damit natürlich auch eine längere Zeit beschäftigen. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Open-Source-Framework. Hat seine Stärken so bereitgestellt. Und wir haben ganz viele neue Module bekommen, die auch in das Projekt zurückgeflossen sind. Dann kann man auch mal ganz kurz drüber hinwegblicken, dass man eigentlich mit dem Sahana auch die Erfassung der Infektionszahlen hätte machen können, weil das eigentlich unser Anliegen gewesen ist, das dem Land zu verkaufen, dass man mit dem Sahana die Infektionszahlen erfasst und die Intensivbetten und so weiter. Aber das lässt sich, denke ich mal, verschmerzen. Das Projekt hat super funktioniert und im Endeffekt das Leiter-Testsystem lassen wir mal sein. Und damit wäre ich am Punkt Fragen angelangt. Okay.
Vielen Dank, Armin, für den sehr, sehr interessanten Vortrag. Als quasi Live-Lagebericht zurückblickend auf die durchaus letzten Monate. Wir haben drei Fragen im Chat und die erste Frage, die du zum Teil auf der vorletzten Folie auch schon beantwortet hast, sind Anpassungen, die nötig waren, an das Sahana-Projekt zurückgeflossen? Genau, die hatte ich beantwortet. Also Anpassungen, die zurückgeflossen sind, sind im Bereich der Anonymisierung der Nutzerdaten erfolgt, dass die Nutzer ihre eigenen Daten anonymisieren können oder auch die Administratoren, die anonymisieren können. Da ist viel passiert. Das ist aber auch in Kooperation mit einem anderen Projekt in Großbritannien passiert. Also da sind einige Sachen in Großbritannien beauftragt worden, von denen wir profitiert haben. Und viele Sachen, die wir beauftragt haben, sind dann auch in Großbritannien eingesetzt worden beim Human Resource Management. Und im Bereich dieses Warenwirtschaftssystems ist viel verbessert worden. Und wir haben insbesondere halt dieses sehr, sehr generische Gutscheinsystem jetzt in Sahana drin, was sich sicherlich auch für Flüchtlingsunterkünfte im Bereich Afrika und Asien, wie auch immer, sehr, sehr gut einsetzen lässt. In dem Bereich haben wir ja kein Geld zur Verfügung. Die Flüchtlinge kommen erstmal ohne Geld irgendwo hin und es muss irgendwie dokumentiert werden, dass sie ihr Essen bekommen oder irgendwelche anderen Leistungen bekommen. Und das ist ein ganz, ganz generisches QR-Code-Modul, das wir jetzt da drin haben. Ja. Hast du ein Gefühl dafür, in wie vielen Bundesländern die Software eingesetzt wird? Genau eins. Genau. Also in Rheinland-Pfalz, ja. Also wir haben da wenig Werbung, glaube ich, jetzt gemacht, länderübergreifend oder so. Und wir hatten aber auch recht viel Arbeit gehabt, die Software umzusetzen und da hat einfach die Zeit gefehlt, dafür Werbung dann zu machen. Ja. So ein bisschen zurückblickend auf die letzten Monate, was würdest du sagen, war die größere Herausforderung, technische oder bürokratische? Das kam alles zusammen. Also da geht es um Koordination, Abstimmung, Kommunikation, ganz, ganz viel Kommunikation. Erläutern, wie dieses System funktioniert, welche Möglichkeiten wir haben. Also viele Leute jetzt aus dem öffentlichen Bereich haben keine Ahnung von Datenbanken. Ja? Für die sind das nur Formulare oder Webseiten, die das tun sollen, was sie sich wünschen. Aber Datenmodelle dahinter, die dahinter stecken, sind halt anders. Ja? Also die Realität in der IT sieht meist anders aus als die Anforderungen, die man hat. Und meistens sind auch die Prozesse viel komplizierter als das, was man sich so von Anfang an her vorgestellt hat. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz großer Punkt, der da wichtig ist, um das Projekt dann zum Erfolg zu führen. Ja. Ich sehe jetzt gerade, dass die Moderatoren als Frage aufgefordert werden, auf das Abendprogramm nochmal hinzuweisen. Ich nehme das gerne mit. Also einmal nochmal, Armin, vielen Dank für deinen Vortrag und für das Beantworten der Fragen. Vielen Dank auch nochmal an die Vorredner, an den Arnulf von vorhin. Natürlich wieder abschließend von mir auch vielen Dank an die ganzen fleißigen Helfer, die im Hintergrund hier so aktiv sind und dafür sorgen, dass es überhaupt so funktioniert, wie die Teilnehmer das von außen wahrnehmen können, dass das äußerst reibungslos vonstatten geht und wirklich nochmal vielen Dank dafür. Ansonsten, klar, möchte ich gleich im Anschluss um 17.30 Uhr gibt es das Jeopardy darauf hinweisen. Und heute Abend gibt es noch eine Abendveranstaltung. Ab 20 Uhr sehe ich hier gerade. Schaut dort gerne vorbei, wenn ihr Interesse dran habt. Ansonsten vielen Dank nochmal an alle und wir sehen uns. Ciao. Tschüss.